Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, der Van-Ausbau geht weiter, beziehungsweise erstmal die Restaurierung, denn wir brauchen TÜV. Seit dem letzten Video hat sich auch schon einiges geändert. Wir haben einen neuen Ort, an dem wir jetzt an dem Bus arbeiten werden. Und ja, ich würde sagen, davon zeigen wir euch gleich erstmal mehr. Wir springen jetzt noch mal kurz in die Vergangenheit, denn vor einigen Tagen haben wir jetzt die eine Seite vom Radlauf fertig gemacht und haben das Ganze vollendet. Und das seht ihr jetzt noch mal. So, jetzt erzähl doch mal. Das letzte von den drei Blechen ist jetzt ready. Das werden wir jetzt hier einschweißen, noch mal schön behandeln und dann ist diese Seite so gut wie fertig. Da müssen wir natürlich noch mal alles hübsch machen, aber es ist auf jeden Fall wieder fest und nicht verrostet. Und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, ne? Ich hab dir da so ein paar nervige Magneten hingestellt, die aber glaube ich gar nicht halten. Leute, es ist geschafft. Das letzte Blech auf dieser Seite ist nun fertig eingeschweißt. Ich habe hier echt lange dran gesessen, damit die Schweißpunkte schön sind und auch wirklich die perfekte Naht dann am Ende bilden. Und ich finde es eigentlich ganz gut geworden, dafür, dass ich echt ein Schweiß-Nubi bin. Sind hier auf jeden Fall ein paar schöne Punkte zusammengekommen, die dann später eine durchgehende Naht bilden. Vielleicht fragt der ein oder andere sich auch jetzt, warum machen wir nicht einfach eine Naht, die durchgehend ist? Der TÜV akzeptiert keine durchgehenden Nähte bei Kfz, weil halt eben einzelne Punktnähte nicht so schnell durchbrennen. Das ist immer ein Problem beim Schweißen. Und einzelne Punkte sollen halt eben stabiler sein als eine durchgehende Naht. Jetzt habe ich schon angefangen, das Ganze plan zu schleifen, ein bisschen schön zu machen, damit wir hier so einen schönen Übergang haben. Und ich glaube, wenn wir das dann später nochmal ein bisschen natürlich schicker machen, mit den entsprechenden Farben und Lacken, dann werden wir hier definitiv ein schönes, unauffälliges Ergebnis haben. Leute, es ist vollbracht. So sieht jetzt unsere fertige Restauration aus. Natürlich sieht man hier noch ein paar Nähte. Ist jetzt auch vollkommen normal. Die werden wir nochmal abdichten und dann auch nochmal, wenn man es natürlich 100% haben will, ein wenig spachteln, aber nicht zu viel. Spachteln ist, auch wenn wir jetzt natürlich nicht ein 4x4 haben, sind wir trotzdem ja auch mit unserem T4 manchmal durch ziemlich unebene Gelände gefahren und wir wissen nicht, was mit diesem Fahrzeug passieren wird. Und da ist es manchmal ein bisschen gruselig, wenn dann der Spachtel durch die Vibration aufreißt, Wasser eindringt und rostet. Dann haben wir es lieber ein bisschen eher zu 80-90% schön und nicht zu 100%. Und dafür hält aber unser Fahrzeug ein bisschen länger, beziehungsweise der Rost kommt nicht so schnell. Müssen wir aber mal schauen. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ziemlich zufrieden mit diesem tollen Ergebnis. Das haben wir voll gut gemacht, Alter. Sowieso. Richtig nice. Geil. Ruby ist jetzt sauber und sieht schon so viel anders aus. Es macht einfach echt was aus, wenn man sein Auto mal putzt. Wir haben ganz besonders eine Stelle gehabt, und zwar vorne links das Lenkgetriebe. Das war eigentlich nur noch so ein Haufen Dreck, Öl und Schlamm. Und deshalb haben wir das Ganze jetzt mal geputzt, um auch natürlich, wenn da eine Undichtigkeit sein sollte, das halt eben zu finden. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und das sieht wirklich für ein Auto, was 30 Jahre alt ist, sehr, sehr gut aus. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir sehr glücklich sind, dass so viel altes Öl einfach weg ist. Selbst der Motorraum, wartet, den zeige ich euch noch mal einmal, einfach weil ich stolz drauf bin. Da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Hier der Motorblock ist jetzt erkennbar. Man sieht einzelne Schrauben und nicht mehr das ganze Fett und Öl und alles. Das sieht richtig, richtig schön aus. Wie ihr gesehen habt, er ist nicht 100% fertig, noch nicht ganz vollendet. Wir müssen noch mal ein bisschen was verkitten, eine Naht ziehen, damit keine Feuchtigkeit reinkommt, und natürlich noch mal lackieren. Also das wird auch noch mal schön gemacht. Drüber. Ja, es war, es war Linse putzen. Ja, gar nichts. Sieht gut aus. Okay. Also, wie ihr gesehen habt, ist einiges passiert, denn es kommt noch was dazu. Wir haben, nachdem wir den Radlauf einigermaßen fertig gemacht haben, hatten wir schon den ersten wichtigen Termin, denn wir sind zum TÜV gefahren. Ein großer Tag in Rubys Leben, neuem Leben.
Und zwar wird Ruby jetzt mal ein bisschen bewegt und hat einen wichtigen Termin. Ruby ist jetzt in der Prüfung und zwar sind wir jetzt bei der DEKRA und schauen mal nach. Wir wissen über ein paar Mängel Bescheid, aber wir wollen uns jetzt mal ansehen, was für Mängel überhaupt alle bestehen. Mal gucken, drückt uns die Daumen. Getriebe. So Leute. Wir sind raus. Die Liste ist kürzer wie gedacht. Ja, wir haben echt mit Schlimmerem gerechnet. Die Prüfer waren noch, um ehrlich zu sein, sehr ruhig. Die haben nicht viel geredet, haben uns nicht viel erzählt. Das ist auch okay, die machen ihren Job. Aber natürlich, wir hätten so am liebsten alles direkt erfahren. Aber jetzt haben wir die Liste und es sind sogar nur 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Und eigentlich recht entspannt, oder? Wobei zwei davon mehr Arbeit sind, der Rest ist eigentlich Pillepalle. Ja. Also über die Hälfte ist Pillepalle und das ist zum Beispiel Kennzeichenbeleuchtung rechts. Dann haben wir ein paar Roststellen, aber das wussten wir eigentlich schon. Wir waren ja noch nicht fertig in den zwei Tagen. Wir müssen Sicherheitsgurt machen und das Heftige ist halt hier Getriebe. Wir müssen Getriebe putzen, ne? Wahrscheinlich. Getriebe runternehmen, Kupplung machen und gucken, irgendwo ist eine Undichtigkeit. Ja. Und halt das Hinterachsdifferential, was ausgeschlagen ist, was wir ja schon wussten. Ja, da ist die Kardanwelle so ein bisschen ruckelig drin. Aber eigentlich nur zwei große Sachen. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Also, weiter geht's. Auf ein nächstes. Yes. Übrigens, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ganz wichtig, hier steht auch drin, Schweller rechts, andere Seite, mehrfach durchgerostet. Das schöne Stück hier, was ihr alles gesehen habt im letzten Video, ging durch. Also, wir können stolz auf uns sein. Wir haben das gut gemacht. Ja, seht ihr mal. Job gemacht. Wir sind durchgekommen. Also, das habt ihr das alles gesehen, als wir beim TÜV-Termin waren. Wir haben heimlich ein bisschen mitgefilmt für euch. Und wie ihr natürlich auch wisst, ihr kennt unsere Ruby ja mittlerweile schon. Also, wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass er TÜV bekommt. Also, wir haben lediglich dieses Gutachten nur gemacht, dass wir halt wissen, was die Mängel sind. Diese Mängelliste haben wir natürlich erhalten von der DEKRA und jetzt stehen wir hier in der Scheune an einem neuen Ort. Den zeigen wir uns aber erst im nächsten Video, denn dafür reicht dieses Video nicht, um euch diesen fetten Ort hier zu zeigen. Deswegen hier werden wir jetzt erstmal in diesem Video an den ersten Mängelpunkten vom TÜV arbeiten, damit unsere schöne Ruby endlich TÜV bekommt. Wichtig zu erwähnen ist, die Uhr tickt nämlich, denn wir haben, ich glaube, genau einen Monat Zeit. Wir haben ganze 180 Euro bezahlt für die TÜV-Prüfung, denn ja, Ruby ist dann natürlich sehr schwer, deswegen kostet der TÜV viel, viel mehr als für normalen PKW. Und jetzt haben wir genau einen Monat Zeit, die Mängel zu beheben, denn dann zahlen wir für die Nachprüfung nur 20 Euro. Also 4 Wochen haben wir Zeit, aber Julian und Garrett sind zuversichtlich, das schaffen wir. Kriegen wir hin. Den ersten Punkt, den wir jetzt erstmal angehen, der befindet sich natürlich unterm Fahrzeug. Und ich würde sagen, nimmst du einmal die Kamera, Schatz. Jo. Denn ich zeige euch jetzt mal, was wir jetzt erstes angehen. Und erstmal das schöne Popo. Also, es ist ein bisschen dunkel hier. Und müssen wir mal sehen, ob wir jetzt Ruby nochmal aufbocken oder nicht, denn eigentlich bräuchten wir es nicht, aber mal schauen, wie lange unsere Körper das mitmachen. Das erste war hier, haben wir die Kardanwelle, das ist sozusagen unser Antrieb für unseren ganzen Antrieb, denn wir haben Hinterradantrieb. Und diese Kardanwelle läuft in ein Differential rein. So, und dort haben wir leichtes Spiel. Also der TÜV meinte auch schon, könnte fast schon einen halben Zentimeter Spiel sein. Das heißt, wir müssen das ganze Ding jetzt mal aufmachen und gucken, woran dieses Spiel liegt. Vielleicht ist was kaputt, vielleicht muss nur was nachgestellt werden. Da müssen wir dann sehen, was für Ersatzteile wir brauchen. Erstmal müssen wir das Ganze hier aufmachen. Das ist eigentlich ganz interessant aus. Total. Unser Chaos hier. Auf meinem Handy. Und dann so ein Kabelgedöns auch noch. Das ist das Schlimmste, das Kabelgedöns. Der kämpft, der sieht irgendwann. Wenn sich mal ein bisschen bewegt, dann ist das. Sieht das aus, wenn man eine Schraube aufmacht von einem richtig alten Fahrzeug? Siehst du, wackeln hier die Beine. Das gehört dazu. Krass, ey, du hast echt die Schraube gelöst bekommen. So, okay. Wartet ihr auf mich? Ja, kommst du auch gleich unter das Auto, Schatzi? Nimmer. Was? Nee, zweites Mal. Also, und ich muss hier unter dem Ersatzrad liegen. Das ist ja der beste Part hier. Ich habe den besten Platz bekommen. Wer als letztes kommt, der kriegt den schlechten Platz. Das ist halt leider ins Leben so. Das ist ja das Differential, worüber im Grunde die Kraft an die
nicht bei einem Räder, sondern vier Räder hier weitergegeben wird. Das sorgt unter anderem auch dafür, dass wir in der Kurve halt richtig fahren und nicht beide Räder gleich fahren. Aber das ist viel zu viel Wissen. Was wir jetzt nur machen müssen ist, dadurch, dass hier vorne diese Antriebswelle reingeht und Spiel hat, kann es halt sein, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Hier sind so 1 Liter Öl drin. 1 bis 2 Liter circa Öl drin. Also 1-2 Liter Öl. Und das müssen wir erstmal ablassen. Und wir haben uns überlegt, wir lassen das ab in diesen Eimer. Haben wundervoll hier so eine Strumpfhose von Leonie gesponsert bekommen. Denn falls in dem Öl jetzt irgendwelche Metallsplitter sind, wenn was kaputt gegangen wäre in den einzelnen Zahnrädern, dann können wir das hier sehen und wissen schon mal, wie schlimm das Problem ist. Das heißt, wir lassen das hier mal ab und sieben das durch die Strumpfhose durch. Okay, ich glaube, sie ist so gut wie raus. Gleich fängt es an zu laufen. Ich mache es jetzt mit meinem Imbusfinger raus. Und da kommt die Soße. Ich habe keinen Splitter gesehen, das war ganz gut. Oh, das war so eine gute Idee mit dieser Strumpfhose, glaube ich. Ja. Wie wir hier alle hängen. Nicht noch ein Stück höher. Ja. So, ich bin wieder rausgekrochen aus dem Auto. Die zwei Jungs warten jetzt ein bisschen, bis da unten das Öl fertig gelaufen ist. Müller meint, das kann bis zu 10 Minuten dauern, bis das komplett abgetropft ist. Deswegen warten wir mal. Also, ich brauche einen Schlitzschraubenzieher oder eine Kehle, damit wir den Deckel runternehmen können, damit wir da die Dichtung ein bisschen lösen können. Alles klar. Ich hab hier was für dich. Jetzt wird Stiff aufgemacht. So. Das. Ich liebe immer dieses Geräusch, ne? Ja, magst du? Deshalb heißt es auch Knarre oder Ratsche. Das Öl ist jetzt abgelassen, das gucken wir uns gleich an. Vorher machen wir jetzt erstmal das Deckelchen auf. Vielleicht sehen wir da schon was. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Dann ist es nämlich nicht so viel Ersatzteil. Klar. Das sieht schön aus. Also die Zahnräder, die Zähne sehen richtig gut aus. Das schaut gut aus. Da ist keine Riefen großartig oder irgendwie, dass man sieht, dass da irgendwas kaputt ist. Das ist in Ordnung. Das sieht schön aus, ja. Ich würde sagen, Julian hat da einen neuen Style entwickelt mit seinen Schuhen. Das ist hier der Mechaniker-Style. Sieht gut aus. Wir sind in der Werkstatt. Sieht sehr gut aus, Julian. Die erste Seite vom Differential sieht ziemlich gut aus, meinte Julian jedenfalls. Jetzt müssen wir natürlich die andere Seite sich noch angucken. Deswegen sind die zwei Jungs wieder drunter auf die andere Seite geklettert und lösen da jetzt erstmal die Schrauben. Als nächstes werden wir mal hinten jetzt die Kardanwelle lösen. Löwen, Julian. Ach, jetzt hat. Geil. Okay. Also gegenhalten. Ja. Warte. Es kommen ganz viele Männergeräusche, glaube ich, die ganze Zeit unterm Auto hervor. Zwei Männer am Stöhnen. Solange wir fluchen, ist alles in Ordnung. Wenn es leise wird und ein Au-Au kommt, dann ist das Problem da. Warte, bevor du ansetzt, ich muss jetzt die Schrauben hier wieder reinsetzen. Und 1 und 2 und 1 und 2. Okay. Nächste. Das ist hier der Mechanikersport. Das ist meine Klimmstange. Kleines Update. Julian hat alle Schrauben im Differential gelöst. Garrett hat jetzt alle Schrauben im Getriebe gelöst. Und jetzt sind da noch 2 große Schrauben, die in der Kardanwelle drin stecken. Und die werden jetzt auch gelöst und dann können wir das alles runterheben. Wir sagen alles sehr professionell. Das ist die letzte Schraube jetzt. So, jetzt kommt's runter. Ui. Oh, das erste große Drum ist draußen. Yay, gut gemacht, Jungs. Sehr gut. Wir haben jetzt hier die Kardanwelle abgemacht und müssen jetzt, um weiter reinzugehen, 32er Filzernuss lösen. Das Ding hier, das ist ziemlich groß. Aber Leonie hatte gerade eben schon einen Vorschlag, ne? Ich habe nicht gesehen, wie groß das sein soll. Ich habe gefragt, ob das, brauchen Sie das? Der hier? Ich meine, wir können ja mal ausprobieren, ne? Aber ich glaube... Sei nicht so fies zu mir. Nein, ich finde das voll süß. Du bist voll dabei, Maus. Du hast das ja gar nicht gesehen. Aber vielleicht, ich weiß nur, dass ihr gesagt, vielleicht ihr müssen wir so noch mal Zacken. Was anderes suchen. Das ist schon okay.
Okay Leute, wir treffen auf unsere erste Hürde und zwar um komplett zu sehen, was im Differential eigentlich falsch ist, warum hat die Kardanwelle Spiel, müssen wir halt diesen Flansch abnehmen, der davor sitzt und um den abzunehmen, brauchen wir halt so eine Mehrkantnuss, keine normale Nuss, also zur Erläuterung, das hier sind Nüsse, diese Aufsätze hier, die kommen halt auf unsere Ratsche, unsere Knarre, was auch immer und ja, wir haben leider nur hier ganz normale Vierkant und wir brauchen aber Mehrkant. Jetzt haben wir überlegt, was wir da machen. Ich glaube, führt kein Weg drumherum, dass wir jetzt noch mal kurz im Baumarkt müssen und schauen, dass die die passende Nuss haben. Am besten so eine 32er, also eine richtig schön große. So, weiter geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, gestern sind wir leider gescheitert bei unserem Projekt, diese passende Nuss zu finden. Wir waren in zig Baumärkten, Landtechniker, die hatten die alle nicht. Und dann war ich gestern bei einem Autoteile-Zubehörlieferer und der hatte sie dann endlich. Und jetzt haben wir endlich die passende Nuss, um weiterzuarbeiten. Wir zeigen euch das mal. Ja, ich war gestern zu aufgeregt, ich musste einmal probieren. Ich glaube, sie passt aber ganz gut. Einmal nachgucken, ne? So, das hier ist die Nuss, die wir besorgt haben. Ordentlich dicke, mit 12 Kanten, das brauchten wir. Und die passt da aber drauf. Machen wir erstmal die Sicherung raus. Na komm. Wo sollen die drauf? Öffne dich. Oh, das war aber leicht. Was hab ich denn gedacht? Nein. Das war, um ehrlich zu sein, gesehen, wo das dieser durch dieses Ding hier immer hin und her bewegen, leiert der halt auch aus und dann schließt der nicht mehr ganz ab. So Simmerringe werden immer irgendwann undicht, leider. Dann. Boah, ist schon ab. Da ist er. Das hier ist der Wellendichtring oder Simmerring. Deshalb ist da auch Öl rausgeflossen, weil den müssen wir tauschen. Kommen wir da jetzt überhaupt weiter? Ja. Da ist das Lager. So, jetzt versuchen wir erstmal das Lager hier rauszubekommen. So, wir kriegen dieses Lager von der Seite nicht so richtig raus. Aber Julian meinte gerade, von der anderen Seite könnte das gehen. Gucken wir jetzt mal. Kleine Challenge, aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Also so richtig bewegen, da bewegt sich gar nichts. Also, ihr habt es gerade gesehen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Das müssen wir jetzt alles rausnehmen. Also das müssen wir jetzt abmachen. Hier abmachen, dann gucken wir jetzt erstmal rein. Ich weiß nicht ganz genau, wie es aufgebaut ist drinnen. Okay, heißt, wir müssen eigentlich alles rausnehmen, jetzt für dieses eine Lager, was wir da sehen, weil es halt aus der anderen Seite raus muss. Und zwar aus dieser Seite hier. Das heißt, das müssen wir alles rausnehmen, um das Lager aus der anderen Seite, also dieser Seite, herauszuhebeln. Alles klar, let's go. Kein Pups ausdrücken, du. Wir haben die Muttern gelöst. Jetzt müsste sie gleich rauskommen. Zieh mal. Genau, das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite und dann kommen wir besser an das Innenleben vom Differential. So, zweite Seite haben wir jetzt auch angelöst. Jetzt gucken wir da rein. So, jetzt können wir nämlich hier ran und das Ganze lösen und öffnen. So, es ist passiert. Wir haben es raus. Und hier haben wir das Innenleben rausgeholt. Wie sieht das aus? Sieht es gut aus? Sieht es irgendwie beschädigt aus? Nee, schaut eigentlich gut aus. So, Aufbausche, ne? Locker? Oh ja. Wir kaufen das komplette Set. Sehr gut. Einmal alles schön. Da ist er. Warum ist denn das so dreckig? Weil dein Auto 30 Jahre alt ist. Julian, guck mal durchs Loch. Hallo. Hi. Im Endeffekt dreht sich ja das hier über die Kardanwelle, dreht dann quasi durch die Drehbewegung, macht es dann diese Drehbewegung und das überträgt die Kraft. Ja. Für mich sehr gut aus, also ich kann hier nichts erkennen, dass hier irgendwelche Riefen oder großartig irgendwas ist. Ja. Also sind es die Lager. Aber das ist logisch, das probieren wir aus. So, bei uns gab es eine kleine Mittagspause, beziehungsweise die Jungs sind auch schon wieder zurückgegangen in die Scheune und haben weiter an Ruby geschraubt. Ich bin eigentlich den ganzen Tag drin, mich sieht ja gerade gar nicht so viel, denn ich schneide gerade dieses Video hier, was ihr gerade seht, und haben mir drin einen gemütlichen Tee gemacht. Aber ich wollte mal gucken, was die Jungs denn hier alles
Verbrechen hier, was sie machen. Moin, moin. Ihr wollt diese Bank da jetzt rausholen? Bank, die ganze. Ich hoffe, ihr habt nichts frisch lackiert. Boah, volle Bude hier. Also während die Jungs jetzt weg waren, habe ich mal ganz schnell das Differential aus. Ja, genau. Wegen die Jungs Mittagspause gemacht haben, habe ich natürlich ganz schnell das Differential ausgebaut. Das sieht man hier. Das ist das Differential, ja, ne? Ja, das weiß ich doch, habe ich herausgenommen. Danke. Kann ich ja jetzt nach Hause fahren. Naja, wie ihr gesehen habt, ich wollte eigentlich nur mal kurz reinluschern, was die zwei Jungs hier gerade machen. Und tatsächlich waren sie gar nicht alleine, denn wir sind hier gar nicht alleine auf dem Hof, wo wir hier unseren Van stehen haben. Hier sind nämlich noch ganz viele andere und die kommen auch schon gerade von hinten. Aber dazu erfahrt ihr in einem anderen Video mehr. Ich gedacht, die beiden. Sehen wir mal, was habt ihr jetzt vor? Wir haben jetzt das Differential sozusagen seziert, auseinandergebaut. Und das hier, das ist das Ritzel, sozusagen das Ende von unserer Welle, was alles antreibt. Und hier war so ein Lagerchen und das ist ein bisschen locker, also kaputt. Ah, und das müssen wir neu machen. Ja, und weil es halt so ein Komplettset gibt, wo man alle Lager tauschen kann und die dann länger halten, haben wir gedacht, wir tauschen einfach alle. Einmal alles schön. Und deshalb machen wir jetzt hier nichts mehr, weil wir müssen warten, bis wir die Lager haben. Die müssen wir nämlich jetzt bestellen. Ja, die haben wir nicht vorrätig. Die müssen wir erstmal online bestellen. Also ist das Projekt Differential wieder zusammenbauen erstmal auf Eis gelegt. Machen wir nächste Woche weiter. Aber wir haben noch was. Der Julian. Entschuldigung. Das war die Bohnensuppe von gestern. Doppelanliftung eines Mercedes-LKWs. Ja. Unser Wagen ist in der Luft. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt den Wagen aufgebockt vorne, denn es gibt noch was, was wir uns unbedingt anschauen wollen, und zwar die Kupplung. Diese sitzt nämlich genau da und dafür müssen wir aber dieses dicke Getriebe hier ausbauen. Eine Aufgabe, wo man auf jeden Fall ein paar Muckis braucht, ne? Auf jeden Fall. Bei der Hauptuntersuchung wurde ja auch beanstandet, dass das Getriebe ölig ist. Und es kann auch sein, dass es einfach mal wieder geputzt werden muss. Nur wir haben uns dazu entschieden, einfach das ganze Ding auszubauen, um dann an die Kupplung zu kommen. Weil die können wir dann gegebenenfalls tauschen, weil die sieht auch nicht mehr so gut aus. Also, jetzt lösen wir mal wieder ein paar dicke Schrauben. Im offenen Herzen habe ich das Gefühl. Das Herz ist weiter vorne. Das ist so, keine Ahnung, Leber oder sowas. Nee. Schraube Nummer 1 gelöst, Herr Doktor. Julian hat gerade einen richtig coolen Trick gezeigt. Und zwar guckt euch das mal an. Einfach zwei Maulschlüssel verbinden für einen längeren Hebeleffekt. Funktioniert auch bei alten Mercedes-Schrauben. Wir haben schon wieder eine kleine Challenge. Und zwar wollen wir dieses fette Getriebe hier rausholen. Das wird aber von so einem Gestänge hier gehalten, von so einem Stabi oder sowas. Und das kriegen wir nicht raus, weil anscheinend die Befestigung hier falsch verschraubt wurde. Wir haben da so eine ganz kleine Schraube, die kriegen wir nicht raus. Und das sorgt dafür, dass dieses ganze Teil hier nicht rauskommt. Wenn wir hier ackern, Leonie macht das Video fertig. In der Wärme. Schatzi, Getriebe kommt gleich raus. Hm? Getriebe kommt gleich raus. Oh Mann, ey. So. Gemeinsam sind wir stärker. Aber hallo. So, Getriebe ist so gut wie gelöst. Jetzt haben wir auch noch den Schaltknüppel aus dem Cockpit rausgeholt. Der ist jetzt weg und Julian hat es nochmal abgesichert, damit kein Dreck reinfällt, mit einem Absicherungshandschuh. Getriebe ist gelöst. Jetzt versuchen wir, es rauszubekommen, ohne uns zu verletzen. Jawohl. Also, was ist am besten? Und nach hinten rutschen können. Das ist so klein, das ist... Thank you.
Fachwerkstatt, sage ich dazu. Moin. Oh, da ist er. Okay. Ja, der kommt, der kommt, der kommt. Okay, ist draußen. Scheiße. So. Ich hier noch so. Fuck. Okay, ist draußen. Alter Schwede. Wir haben auch nicht lange halten können. Yes. Oh Mann, ey, wie krass. Wir haben es geschafft. Wir haben das Getriebe einfach ausgebaut. Was sagst du dazu? Die sind echt gut. Die Hände sagen ehrliche Arbeit. Das haben wir gerade rausgebaut, Schatz. Ja. Heißt das Traktorgetriebe? Nee, das sieht aber aus, ach, wie ein so. Traktorgetriebe. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie das von einem Traktor. Und das krass. War ganz schön schwer. Das haben wir da rausgeholt. Nicht schlecht. Ja. Alter, das ist richtig schwer, oder? Ja, ist richtig schwer. Oh. Und das so spät. Es ist so dunkel und so kalt. Und ihr schuftet hier bis in die Nacht hinein. Aber guck mal, wie gut das aussieht. Jetzt können wir hier die Kupplung öffnen und wechseln. Interessant. Kommt was. Da kommt einer. Gleich haben wir es geschafft. Gleich ist die Kupplung draußen. Au, wer hat denn da diese Steine hingelegt? Fix nochmal. Die sieht gar nicht mehr so gut aus. Die sieht durchgenudelt aus. Die also, ist wirklich ganz knapp vor. Vor kaputt. Vor kaputt. Ui. Ja, vielleicht weiß er nicht, bei Mercedes nice. Auch ein bisschen teurer. So, liebe Leute, es ist geschafft. Wir haben richtig was gerissen. Das war der Hammer. Wir hätten nicht gedacht, dass das doch so schnell geht, oder? Ganze Differential raus, Kupplung. Getriebe raus, das war schon Arbeit. Oh, das war echt brutal. Aber das waren so die wichtigsten Punkte eigentlich, glaube ich, die wir für den TÜV jetzt auch brauchen. Und jetzt wissen wir, was für Teile wir benötigen. Das heißt, jetzt können wir Teile bestellen und dann geht es beim nächsten Mal natürlich weiter, dass wir das fertig reparieren. Dieses Video endet jetzt aber hier. Das nächste fängt ihr dann wieder an mit alles mögliche mit Getriebe wieder einbauen und sowas. Also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und wenn wir die Ersatzteile eingebaut haben, dann bleibt gerne dabei. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, da freuen wir uns auf jeden Fall und schreibt uns super gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss. <Ciao. lacht>